Grüß euch Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers mit Benny und Olli. Hallöchen. Für euch am Start. Genau, letzte Folge haben wir eine, recht interessante Waffe gefunden, die uns aber wahrscheinlich nicht so viel bringen wird. Aber, naja, gucken wir mal. Also auf jeden Fall zwei doch etwas kompliziertere Rätsel gelöst von mir. Und Benny zeigt uns jetzt hier gerade auf der Spitze von Kur eine neue Notiz, die anscheinend lesbar ist. Zettel! Von den Hohepriesterinnen. Wir haben die Überreste ihrer Habseligkeiten aus dem Silo geborgen. Die alten Maschinen gehören ihnen. Die Geistlichen erwarten ihre Anweisungen. Sie haben Freigaben, sich entweder erlösen oder verdammt zu lassen. Wählen Sie weise. Ich glaube, dann kommt bloß nochmal ein Name. Das habe ich jetzt, weil das ganz am Ende war, habe ich es noch nicht so wirklich ganz verstanden und durchgelesen. Was kommt jetzt? Nächste da kommt Seite. Dann bloß noch der Name auf der zweiten Seite. Deswegen. Mach mal. Esche Nimmer. Den hatten wir vorher schon mal. Ja, also. Wobei wir hatten einen Brief an ihn. Achso, ja, genau. Mhm. Das war der vorige Brief. Aber ich habe es nicht ganz verstanden. Also eine der Hohepriesterinnen ist scheinbar irgendwie gestorben im Silo. Und da waren dann die Überreste oder so irgendwas. Brauchen wir nichts mehr. Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie das jetzt in die Geschichte passt. Weil da läuft ja scheinbar so gerade so ein bisschen die Geschichte mit diesem Hohepriestern und sowas und mit den Maschinen. Ja. Aber irgendwie die Maschinen gehören jetzt irgendjemanden und keine Ahnung. Wo wir jetzt hinkommen, wissen wir auch noch nicht. Aber hier hoch. Es ist eigentlich so easy, ne? Ja. Aber wir haben gedacht, das Ei müsste irgendwo landen, dass wir praktisch Yannick da rausplatzen lassen können und nach rechts. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir so viel Reichweite überbrücken können durchs Hochschießen. Ja. Und jetzt geht's in ein neues Gebiet. Seit sehr langer Zeit mal wieder. Jo ja. Und warst du da schon mal? Nein. Ein Palast. Oder ein Silo. Das Gebiet heißt Ekurma. Und schlängelt sich so ein bisschen. Ah, und guck mal, wo es wieder hinführt. Ja, genau, richtig. Es führt dort unten wieder raus wahrscheinlich. Halt, falsch. Das einzige Gebiet, das nicht mit Edien verbunden ist. Indie, sorry. Das war so klar, dass du angreifst. Okay, du bist wie die großen Viecher, bloß Gold und wahrscheinlich ein bisschen stärker. Aber dümmer. Okay. wie komme ich denn da runter? wow. Okay. Verdammte denkende Wesen. Du kannst da oben hin? Ja. Ja, es geht so. Okay. Könnt mir gar nichts. Erinnert mich so ein bisschen an Metroids von der Form her und von der Intelligenz. Dass einfach bloß Tier entlang fliegen. Stimmt. Ich glaube, wir haben uns gerade ein bisschen vorbeigecheatet, aber ich will eigentlich wissen, was dort unten ist. Ich werde das bereuen. Wow. Easy. Easy going. Oh. Trace, diese Art Barriere habe ich schon einmal gesehen. Na, du bewohnst diesen Planet auch. Ja. Sie benötigt eine spezielle Schlüssel und um daran vorbeizukommen. Ein materielles Objekt der Sudrana. Okay, das wollte ich auch gerade sagen. Werdet ihr euch eigentlich noch dafür entschuldigen, dass ihr mich vorhin getötet habt? Vorhin? Okay. Trace, das war die Entschuldigung. Das war die Entschuldigung. Na, danke. Ich schaue mal besser nach dem verdammten Schlüssel. Danke. Toll, also mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Nein, wirklich nicht. Das war die Entschuldigung. Die sind ganz schön frech zu dir dafür, dass du die einzige Hoffnung bist, dass die überhaupt mal wieder irgendwie einen Körper kriegen oder sonst was. Muss man schon sagen. Ich meine, gut, ihr seid so eine kleine Symbiose eingegangen. Der eine ist auch vom anderen abhängig. Ja, irgendwie schon. Wobei, es ist schwierig. Was haben wir mit der ganzen Sache zu tun? Ja gut, du kommst nie wieder nach Hause und steckst hier fest für alle Ewigkeit. Ja, natürlich. Für aber es ist halt die Frage. Du kannst doch nicht mal sterben. Ja. Aber die Frage ist halt, bedeutet es irgendwas? Weil so an sich gesehen haben wir ja gar kein Zuhause. Wenn man davon ausgeht, dass wir einfach bloß ein Klon sind. Wir sind ja eigentlich Athetos, bloß nochmal geklont. Das heißt, eigentlich denken wir nur, dass wir ein Zuhause haben. Mit dem Klon, wann wurden das erwähnt? Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, was du mit Klon meinst. Ups.
Wann wurde das denn gesagt, dass wir eigentlich bloß die Überreste von Athetos sind? Kam das nach dem Klon? Ich dachte, dass dieser Klon, dass es eine Halluzination war? Nee, der Klon war schon echt. Dieses Dings, diese Doppelgänger, ja. Das war die Halluzination. Aber später haben wir doch nochmal so einen komischen, verdorbenen Klon dann getötet. In so einer Wiedergeburtskammer. Okay, stimmt, ja. Und irgendwie im Laufe dessen wurde dann, oder wurde vielleicht auch Trace bloß klar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Zumindest, dass wir eigentlich bloß ein Nachbildnis von Athetos sind, weil er mal so eine Wiedergeburtskammer benutzt hat und deswegen seine DNS gespeichert wurde. Entweder wurde es gesagt oder wir sind bloß so drauf gekommen, aber das ist eigentlich die einzige sinnvolle Möglichkeit. Okay. Wow, seid ihr dämlich. Unglaublich. Wie gesagt, erinnere mich stark an Metroids. Wow. Da komme ich nicht durch. Was, dämlich? Wie hast du mich gerade genannt? Hast meine Mutter beleidigt? Ja, boah, die machen Schaden. Ja, damit war zu rechnen. Echt jetzt? Ja. Die Janik. Das heißt also, die ist keine cool. Doch, es sind Türen. Aber die gehen nicht, okay. Ja. Die brauchen erstmal einen Schlüssel, ja. Ich will das Schadensupgrade. Ja. Du weißt ja, wer den Schlüssel schon bewacht, oder? Nein. Naja, unser nächster Boss? Ja, ich dachte, du meinst jetzt jemanden, den wir kennen sollen. Nein, natürlich nicht. Woher sollen wir den kennen? Kannst du jetzt mal aufhören, hier? Meine Güte. Uiuiui. Wenn man die Viecher echt nicht verarschen kann, dann sind sie ziemlich schwierig. Was wird denn das? Ich mach dich kaputt mit Yannick. Nein. Du bist offiziell weg. Nee, das schießt auf dein Leicht. Ja, ich weiß, aber ich find's grad sehr interessant. Ey. Wow. Dieser Schaden. Damit. Der Damage is real. Ja. Ich glaube nicht, dass du da durch kannst. Riesenblöcke. Ja. Weiß man. Brüchig mit der Zeit? Erinnert mich so ein bisschen. Push am Werk? Oh, ich wollte gerade sagen, das erinnert mich an die Shuzu-Tempel von Metroid 2. Aber mal gucken, ob es ja bis dahin draußen ist. Es könnte sein. Doch, wird so sein. Ja, wir sind Part 1 und 3. Ja. Doch, ja, es wird so sein. Metroid 2 wird wahrscheinlich jetzt gerade parallel laufen. Ja. Schauen wir mal. Aber ja, es hat ein bisschen was Tempelmäßig, ein bisschen was Chozu-mäßiges. Ja. Vor allem auch mit diesen goldenen Türen und sowas. Ach, ja, und diesen dämlich. Abwehrdrohnen und so weiter. Ja. Deswegen, also. Du bist zu dämlich dafür. Oh, du bist nicht dämlich. Du bist schlauer als Metroids. Interessant. Immerhin. Entschuldigung, dass ich dich beleidigt habe vorhin. Gut, dass du nicht respawned ist. Meine Güte, ich brauche einen Eisbeam. Halt, kannst du nicht diesen Beam versuchen, der abprallt irgendwie an einen. Ein Reflektor. Locken nach unten. Genau. Ja, so funktioniert's. Ab und zu mal. Aber jetzt nicht mehr, aktuell einfach nicht. Ja, wie gesagt. Es ist ein bisschen zu dämlich. Ich kann es dann mal versuchen zu glitschen. Nein. Nein, leider nicht. Na komm, selbes Spiel. Nein! Okay, vorbei. Das ist voll geil. Ich finde, die Waffe ist wie gemacht für den Raum hier. Die Waffe ist sehr cool, vor allem für den Raum, ja, aber sie macht halt auch ziemlich wenig Schaden. Halt! Ich krieg dich! Mir fehlt halt immer wirklich der Schaden bei solchen Sachen, gerade bei den Waffen und so. Da gab's doch bei Mario 64 da irgendwie so eine Challenge, irgendwie du aktivierst so einen One-Up-Pilz und musst die ganze Zeit vor dem weglaufen. Da gab's so eine Challenge mal. Egal. Daran hat es mich wieder erinnert. Jetzt gerade nicht. Nee, weil die kommen ja dann. Und dann fliegen die dir hinterher. Und irgendwie ging es darum, den Stern zu kriegen, ohne dass der One-Up-Pilz dich erreicht. Okay. Irgendwie so Zeug, keine Ahnung. Egal. Mit Mario 64 wurden schon so viele Spieler. Ja, rein. Das auf jeden Fall. Oh Mann. Habe ich nie verstanden. Bei manchen Spielen, wo man viel drumherum macht oder viele Challenges sich gesetzt hat, habe ich nie verstanden, wofür sich diesen Stress geben. Naja, einfach um das Spiel noch ein bisschen weiter spielen zu können, ohne dass es, ja, ohne es irgendwie auszuweiten. Ja, oder es tatsächlich auszuweiten, was eigentlich nicht gewollt war von den Entwicklern. Es ist so schön, mal wieder was Neues zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Eine neue Gegend, neue Gegner. Warum was? Hier hättest du zum Beispiel jetzt gerade hier die neue Waffe. Jo. Achso, hätte ich auch. Die geht durch Wände, nicht wahr? Aber ich weiß nicht, ob die durch Wände geht. Ich glaube schon. Wäre komisch. Nein.
Oh, diese Waffen. Die einzige, die immer noch die beste ist. Ja. Die einzige Waffe, die durch Wände geht, ist der Kilver. Das ist echt erstaunlich. Dass man mit 20 Waffen keine Waffe machen kann, die nochmal durch Wände geht. Und nur eine. Was buddel ich mir hier gerade frei? Wieso sind die Steine so schwerfällig? Granit. Wahrscheinlich. Aha. Oh. Stabil. Ja, gut. Was ist das? Tschüss wieder. Das Land zivilisierter Könige. Und das Land zivilisierter Könige, ausgesprochen mit Ehrfurcht in Poesie und Gesang zugleich. Oft beschrieben als unser Mutterland, unser Geburtsrecht oder das gelobte Königreich. Das Land der zivilisierten Könige kein anderes ist als Sudra selbst in einer Zeit vergangener Glorie. Die alten Maschinen, diese beständigen Zeichen schlechten Glückes, waren einst unsere einmalige Rettung. Ewige Ernte, ewiges Glück, ewiges Leben. Wir lernten wir solche Dinge. Aha, hat da jemand geschlampt? Jaha, davon so, zweimal. Soweit hat der Übersetzer wahrscheinlich gar nicht gespielt. Mhm. Das war jetzt Google-Übersetzer. Ja. Wie lernten wir solche Dinge zu fürchten? Okay, meine Güte. menschliche Natur. Wir erwarten, dass auf Gutes eben Böses folgt. Wie die Nacht auf den Tag. Wir folgen unseren Instinkten und trinken nie zu viel von dem süßen Nektar. Und manchmal schlägt dieser Instinkt doch ins Gegenteil. Es ist Zeit aufzuhören, vom Land der zivilisierten Könige zu schwelgen, als sei es ein verlorener Traum. Es war nie verloren. Es wartet nur, auf uns wiederentdeckt zu werden. Das sind jetzt Schriften von einem Propheten, oder? Irgendwie so in der Richtung, ja. Das sind Menschen gewesen. Das liegt in der menschlichen Natur. Hat er doch gerade gesagt. Ja. Wobei da immer die Frage ist, mit menschlich und sowas. Es sollte eigentlich nichts Menschliches hier geben, aber oftmals wird's einfach übersehen. Okay, ja, also. Ich sag mal so, in wie vielen Science-Fiction-Filmen wird eine Menschlichkeit angesprochen, wobei sie 10.000 Lichtjahre von der Erde entfernt sind. Habe ich nicht drauf geachtet. Es ist nur manchmal so. Aber es ist auf jeden Fall irgendwas. Aber es gab eine Zeit, wo alles gut war. Dann gab es jetzt die schlechte Zeit. Und die ist dann wieder, oder die wollten sie jetzt wieder aufleben lassen. Ja. Sudra wiederentdecken. Oder Sudra. Ist Sudra das hier? Ja, Sudra ist das hier. Ja. Dieser Planet. Aber die Frage ist, in welcher Zeit spielt es jetzt? Sind wir immer noch in der schlechten Zeit oder sind wir schon wieder einen Hügel weiter in der nächsten schlechten Zeit? Es geht halt echt. War Athetos der einzige Mensch, der hier war und seine Mitarbeiter? Es gab Bewohner dieses Planeten. Das auf jeden Fall. Ob sie jetzt menschlich waren oder nicht, wir wissen auch nicht, ob es menschlich war. Zumindest, sie haben eine ähnliche Sprache wie wir und sie haben ja irgendwie Englisch entdeckt. Das haben wir auch schon mal gelesen. Ja, eben. Also ich denke wirklich, dass seit dieser Explosion und dieser physikalischen Revolution, die Athetos aka Trace gemacht hat, ich glaube, dass da sau viel Zeit vergangen ist. Es kann sein, dass da wirklich Äonen vergangen sind, dass wirklich seine Wissenschaft sich da durchgesetzt hat, dass sie wirklich diesen Planeten neu entdeckt haben und dann ganz, ganz viel Zeit, so erkläre ich es mir gerade, ganz, ganz viel Zeit vergeudet wurde, also verschlichen ist. Verging, ja, ja. Sogar das Englisch verloren ging, dafür irgend so ein Esperanto gefunden wurde und ja, dass du jetzt gerade Schriften von Menschen findest, die wo kam Hohepriester vor? War das eine Mensch? War das so eine weiße? Nee, das war eine grüne Schrift. Das Problem ist aber, dass die. Achso, ich kann gar nicht ins Menü mit ihm. Das Problem ist, dass die nicht irgendwie einheitlich sind. Das waren jetzt alles weiße Schriften. Ja. Okay, dann war das auch weiß. Dann sind weiß ganz. Ach, weiß sind vielleicht die Dings. Die Schriften, die wir jetzt lesen können, mit dem Cheat. Das hier sind alles Tagebuchseiten von Trace wahrscheinlich. Ja. Das hier sind sehr alte Schriften auf Sudra wahrscheinlich und das sind irgendwelche, vielleicht sogar
Sachen, die dem Bruch zugrunde gefallen sind, dass man sie deswegen vielleicht nicht mehr lesen kann. Oder von den Rusalka. Oder sowas, ja. Aber ich glaube, das hier ist jetzt wirklich die sudranische Sprache. Ja, genau. Die wir jetzt lesen können. Richtig. Das heißt, sehr alte Überlieferungen, ja, aus diesem Tempelgrad. Wahrscheinlich von den Hohepriestern selbst. Ja, die vielleicht jetzt entweder Ureinwohner jetzt waren oder Menschen. Die den Planeten zum ersten Mal entdeckt haben. Okay, also, soweit sind wir schon mal. Ja. Wir haben schon mal, also das Einzige, was wir jetzt nicht wissen, ist, was die Hohepriester sind. Sind es jetzt irgendwelche Aliens oder Menschen? Weil, ja. Verdammt, falsche Taste. Und, ja, klar, dann Menschen drin, Trace fühlt sich cool, macht da so eine riesen Krankheit, alle verrecken außer er. Aber wieso macht er das? Ja, das ist halt... Wir werden ihm ja noch begegnen. Ja, wir werden ihn noch fragen. Wir werden ihn... Ja, also ich denke, da wird noch mehr... Wir stellen hier unsere Theorien auf. Wahrscheinlich werden wir wieder, wie gewohnt, komplett falsch liegen. Wäre zu erwarten, ja. Vor allem, da sich das Spiel gerade so ein bisschen zuspitzt. Ja, ich bin so gespannt. Schneller! Wir haben eine kleine Wette am Laufen. Ich sag Part 40 endet. Ich sag Part 45. Deswegen trödel ich jetzt. Oh, meine Güte. Mit dem ganzen Granit hier dauert es auch bis Part 45. Gut, dass sich auch der Begriff Granit durchgesetzt hat. Ja. Aber grab schön weiter nach irgendwelchen Schriften. Wir sind ja heiß drauf. Ja, ja, ich grabe. So grabe er. So grabe er. Schriften sind normalerweise nicht in der Decke vergraben. Das können bloß die Chosu. Nebenbei lese ich euch mal was Lustiges aus meinen WhatsApp-Gruppen vor. Von meinen Kumpels. Das ist, tu das. Eine, ist gerade eh weniger spannend. Ein wahres Meisterwerk geworden. Also wir haben so eine kleine, also unter meinen Kumpels und mir, jetzt nicht die Aufreger, sondern ich habe auch noch andere Freunde. Was? yes! Ah, der neue Seite? Nee, ich glaube, Sudranschl... Ach, wirklich? Da. Hier? Oh Gott, wie böse. Benutzen, um bestimmte Türen auf Sudra zu öffnen. Ja. Dankeschön. Jetzt ist es der Falsche. Passt nicht, schade. Genau, und für diejenigen, die es nicht wissen, ich weiß nicht, ob das ein Dialekt ist, aber ich glaube schon, ein anderes Wort für Ohrfeige ist Watsch oder eine Watsche. Oder wenn es nochmal, also wenn man es nochmal ganz derb macht, einfach nur eine Watsch. Und das wurde jetzt gerade ziemlich verherrlicht. Nämlich ging es um Folgendes. Moment, wo haben wir es? Okay, hier. Es ging um Folgendes, dass ein Kumpel aus einer Weltreise zurückkommt. Und, oder eine ziemlich großen Reise quer durch den Osten. Und, ich mich dazu bereit erklärt habe, für eine Grillfeier Essen und Trinken zu organisieren. Das heißt also, ein bisschen was zu kochen und so weiter. Und, dann habe ich gesagt, ja okay, ich brauche aber eine Location, wo man sich hinsetzen kann. Ich brauche einen Kühlschrank und ich brauche Sitzgelegenheiten. Und, wir treffen uns schon seit Urzeiten in so einer Baracke, die dem Onkel von einem Kumpel gehört. Und, es fing an. Ich könnte mich irren, schreibt einer, ich könnte mich irren, aber ich habe einst ein Gerücht um einen sagenumwobenen Ort gehört, an dem es einen Grill gibt, einen Kühlschrank und Sitzgelegenheiten. In rauen Mengen. In den Geschichten der Alten wird dieser Ort oft als Raum bezeichnet. Er heißt tatsächlich so. Und ich, daraufhin ich, unmöglich, der Raum ward zerbrochen. Gewicht. Doch, dann kommt wieder ein anderer, steigt auch noch mit ein. Doch was einst zerbrochen, kann neu geschmiedet. Okay. Ah, die Watsch. Und dann fing es irgendwie an. Watsch. Die Watschhand, um sie zu knechten. Sie alle zu finden, ins Dunkle zu treiben und ewig zu binden. Amen. 9 Watschen wurden den Menschen gegeben. 7 Watschen den Zwergen, großen Bergleuten und Watschwerkern in ihren Hallen aus Stein. 3 Watschen euch allen, denn ihr seid die Behindertsten in eurem deppenden Schein. Doch ganz oben in Ohrfeigenbaum droht Watschon mit seiner Meisterwatsch. Es watscht gleich 2-mal. Doppelwatsch, alleine vergiss es. Watsch 2, das leckere Kaufvergnügen. Ohne Zähne. Apropos Watschen, was geht heute Abend? Das ist unnötig. Watsch Nado, Schellenschach. Watsch Tupos, er watscht dich gleich 8-mal. Mega Watsch versus Giant Ohrfeig. Also, es ging ewig so weiter.
Ich weiß nicht, ob das jetzt für Außenstehende witzig war, aber ich habe das irgendwann um 3 Uhr morgens gelesen und ich konnte, glaube ich, 5 Minuten nicht aufhören zu lachen. Ach, jetzt, nee, das waren das noch nicht die Barrieren. Was? Nee, das sind die Barrieren. Ah ja. Ich habe uns mal dorthin gebracht. Ach so, du, die sind. Während deiner Anekdote. Die sind es einfach weg. Ja, die sind so hochgefahren. Die denken sich so, ey, du hast einen Schlüssel, du bist jetzt cool, du kommst hier rein. Finde ich aber gut, anstatt jedes Mal aufzuschließen. Erst Schlüssel suchen, ja. Dann. Okay, ein bisschen mehr Schaden. Ist vielleicht ganz gut gegen die Metroids. Okay. Möchten wir langsam Break machen? Ja. Oh, 20 Minuten. Ja, das möchten wir. Ich hab hier auf die Uhr geguckt, Junge. Ah, stimmt, die Uhr. Ja. Die Uhr. Was okay. ist diese Uhr? Eine Uhr? Was ist Krasse. Das? Also, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir hier im Sudranischen Tempel weiter nach den Felsen gehen. Also dann, ciao. Tschüss.